zum Brennen und Stechen im Rücken. Der Rücken, der ist komplett verdreht durch diese Hin- und Herbewegung der Brust oder der Arme, wie auch immer man sieht. Und desto länger man in dem Stadion ist, desto schmerzhafter wird es halt. Man kann sich nur dafür entscheiden, damit zu leben oder nicht halt. Ne? So, ich wollte einmal Medikamente haben. André Holter leidet unter der Bewegungsstörung Dystonie und hat zusätzlich ein Tourette-Syndrom. Jetzt setzt er alle Hoffnung auf eine Gehirnoperation. Super, vielen Dank. Kein Problem. Bis dann. Nur noch Medikamente mit sehr starken Nebenwirkungen helfen, dass er für ein paar Stunden ruhig wird. Aber regelmäßig kann er sie nicht nehmen, da sie Niere und Leber angreifen. Oh. Jetzt muss ich erstmal selber alles anfassen und gucken, ob es noch da ist, wo es war. Aber jetzt ist natürlich ein ganz anderes Gefühl im Körper halt. Und man steht nicht mehr unter Strom, die Schmerzen gehen auch teilweise weg halt. Das Gesicht fühlt sich an, als würde es ein bisschen hängen. Aber sonst fühle ich mich gerade jetzt ganz gut. St. Barbara Klinik in Hamm, Westfalen. Bist du bereit? Hier wollen die Ärzte ihm eine Elektrode ins Gehirn legen. Sie soll dauerhaft gegen seine Krämpfe helfen. Heute hat André Holter erstmal eine MRT-Untersuchung. Sie muss in Narkose gemacht werden, weil er sonst zu stark zittert. Der Neurochirurg Ralf Lehrke wird entscheiden, ob er den schweren Eingriff am Gehirn von André Holter überhaupt machen kann. Und wo er den Schrittmacher platziert. Ja. Er berät sich mit dem Radiologen. Hier sehen Sie was Weißes. Diese weiße Struktur ist eine Arterie, die sehr wichtig ist, dort den Hirnstamm zu versorgen. Hier sehen wir ein Stück vom Sehnerv, der sich da weiter im Gehirn entwickelt. Und direkt oberhalb von dieser Sehnervstruktur muss die Elektrode platziert werden. Wenn wir ihn da verletzen, wird die Versorgung des Hirnstamms so schwer geschädigt, dass er mit einer schwersten Lähmung oder einer Behinderung aus der OP rauskommt. Und das sind tatsächlich Millimeter. Die Bilder, haben wir ausgewertet, sind sehr gut geworden, weil es natürlich, okay, jetzt natürlich in Narkose völlig ruhig war und zeigen, mhm, auch eigentlich ein sonst ganz gesundes Gehirn. Okay, super. Das heißt für mich als Fazit? Ja, man sieht dem Gehirn die Erkrankung nicht an, das heißt das. Mhm. Nein, aber und das heißt für uns, wir können den Weg für die Hirnelektroden problemlos darauf planen. Okay. Und können dann alles wie besprochen bei dem Termin lassen. Ne? Also das heißt wirklich, ich kriege den Schrittmacher. Genau. Hammer. Also das ist eine definitive Zusage, dass ich den Schrittmacher angesetzt, genau, kriege. Ja. Super, perfekt. Mehr freuen kann ich mich gar nicht. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ne? Super. Geil. Einfach nur geil. Doch Ralf Lehrke ist noch vorsichtig mit Prognosen. Weltweit haben nur sehr wenige Menschen mit der Krankheit von André Holter einen solchen Schrittmacher bekommen. Diese dünne Elektrode wird von oben in das Gehirn bis zum berechneten Punkt geschoben. Elektronische Impulse sollen die Krämpfe minimieren. Ob er damit Erfolg hat, weiß Ralf Lehrke nicht. Wenn einer nur dabei ist und das funktioniert gar nicht, das ist, er hat ja heute schon im Interview gesagt sozusagen, Sie sind meine letzte Hoffnung. Ne? Wenn man dann weiß, man ist mit diesem Versuchsverfahren die letzte Hoffnung und die muss er noch enttäuschen, möchte mich da ehrlich gar nicht so gern mit beschäftigen. Arbeiten kann der gelernte Maler seit langem nicht mehr. Schon als Kind war er anders. Schwieriger war an der Sache, dass ich früher noch nicht verstanden habe, was ich habe, aber immer laut war, immer Leute nachgeplappert habe, was manchmal auch zu Problemen geführt hatte, dass sie sich verarscht gefühlt haben. Oder in der Schule immer so mit den Fingern unterm Tisch klopfen musste, um mich abzulenken. Das war das Schwierigste eigentlich an der Sache, weil ich es nicht zuordnen konnte und auch nicht kontrollieren konnte halt. Das Einzige, was ihm gegen den ständigen Bewegungsdrang half, war Sport. André trainierte täglich und wurde erfolgreicher Kunstturner über die Landesgrenzen hinaus. Bis vor ein paar Jahren war er noch Kindertrainer. Doch dann wurden die Krämpfe und Ticks zu heftig. Nur mit starken Medikamenten traut er sich überhaupt noch in die Öffentlichkeit.
Wie extrem seine Beschwerden inzwischen sind, zeigt dieses Video. Aufgenommen, als die Ärzte eine Woche alle Medikamente abgesetzt haben. Heute soll der 27-Jährige operiert werden. Darauf hat er jahrelang gehofft. Jetzt geht's los, ja? Jetzt pocht auch langsam das Herz und, das war falsche Seite, aber macht ja nicht. Pocht auch langsam das Herz und ich werde nervös innerlich halt. Ne? Angst habe ich mir davor, wie es danach dann ist, wie es danach weitergeht halt. Da besteht ein bisschen die Angst, dass er nachher nicht anschlägt oder halt mehr Nebenwirkungen als positive Effekte da sind. Die Hoffnung ist natürlich, dass er super anschlägt und ich so schnell wie möglich dann hier rauskomme und einen Job oder wieder auch meine Touren mit anfangen könnte. Das wäre die Hoffnung schlechthin halt. Auf mein Kommando, 1, 2 und 10. Damit sich der Kopf von André Holter nicht bewegen kann, fixiert Ralf Lerke ihn in einem Ring. Oh, jetzt mal nicht so viel an ihm rütteln, weil ich gerade in den Augenbrauen. Die Ärzte dürfen um keinen Millimeter von der geplanten Route durchs Gehirn abweichen. An einem Modell werden deshalb schon alle Koordinaten für den Blindflug ins Gehirn eingestellt. Und die Elektrode probeweise eingeführt. Ralf Lierke trägt das Modell mit den eingestellten Daten zu André Holter. Durch ein kleines Loch oben am Kopf schiebt er die Elektrode durch das weiche Gewebe im Gehirn. Vorbei an den wichtigen Blutgefäßen. Die letzten Millimeter sind die schwierigsten. Nee, dann können wir weitergehen. Minus dreimal. Kurz vor dem Zielpunkt schicken die Ärzte elektronische Reize ins Gehirn. Jetzt sieht es schon besser aus. Genau. Denn dort, am Zielpunkt, entladen sich die Nerven mit einer ganz charakteristischen Wellenform. Minus zwei. Millimeter für Millimeter tasten sich die Ärzte zum Zielpunkt vor. Dann die Röntgenkontrolle im Nachbarraum. Sitzt die Elektrode an der richtigen Stelle? Die gelbe Linie zeigt die geplante Ideallinie. Perfekt. Wir sind jetzt wirklich auf Target. Auf dem geplanten Punkt sind wir angekommen. Also, können Sie auch machen? Genau. Wenn jetzt alles stimmt, gehe ich rein und sage Palakos. Palakos ist so ein Knochenzement, der zementiert uns die Elektrode am Bohrloch ein. Wir haben da auch einen Faden angelegt, den ziehen wir zu, damit die auf keinen Fall an dieser Position jetzt noch hin und her geht. Palakos! Dann legt Ralf Lerke auf die gleiche Weise eine zweite Elektrode neben die erste. Nehmen Sie das mit dem Strom. Endkontrolle. André Holter wird aus der Narkose geweckt. Zuckt die Hand. Liegt die Elektrode richtig? Ja. Ja. Bei 10. Haben Sie es gesehen? Sehr hoch. Nochmal. Ja. Am Ende verlegen die Ärzte die Kabel unter der Haut bis zum Schlüsselbein. Dort wird der Stimulator implantiert. Nach 4 Stunden wird André Holter in den Aufwachraum geschoben. Mittagspause für Ralf Lerke im Aufenthaltsraum neben dem OP. Über 600 Hirnstimulatoren dieser Art hat der Neurochirurg schon eingesetzt. Hauptsächlich bei Parkinson-Patienten, die auch unter Bewegungsstörungen leiden. Der Effekt auf das Leben dieser Menschen ist für ihn immer wieder faszinierend. Das sind sehr häufig chronisch kranke Patienten, die schwer leiden, manche über Jahre. Wir haben ja unseren Herrn Holter gefragt, wie viele Jahre haben Sie schon nicht mehr eine Entspannung Ihrer Muskulatur gespürt? Dann sagt er 2, 3 Jahre. Und mal bei manchen sind es sogar 20 Jahre. Wenn mal jemand operiert, der hat 60 Jahre seines Lebens gezittert und dann wurde es immer schlimmer, er konnte nicht mehr essen.
Und wenn der dann auf einmal selbstständig wieder essen könnte, dann fängt er an zu weinen, ne? Am nächsten Morgen. Ja. Guten Morgen, Herr Holter. Guten Morgen. Na, gute Nacht gehabt, oder? Oh, schwierig, schwierig. Schon so, ja. Ein paar Schmerzen und ein, zwei Stunden bin ich mal wach geworden. Halt. Ja. Aber gut, im Ganzen bin ich eigentlich doch zufrieden. Ja. Ich will mich zwar noch nicht zu sehr freuen, aber im Moment steht das Becken ziemlich gerade und okay. Ich kann ganz gut laufen. Das ist neu. Laufen Sie mir mal was vor. Gehen Sie einmal zur Tür. Ja, ist tatsächlich gerade. Ja. Wissen Sie noch, wir haben doch neulich bei der Untersuchung Sie mal an die Wand gestellt. Und dann nehmen Sie mal die Arme hoch. Und jetzt mal nach oben die Arme nehmen. Ich, den kriege ich nicht hoch. Achso, der ist frisch von dem Stimulator. Ja, genau, von dem Stimulator. Also den kriege ich bis hier. Aber Sie stehen deutlich gerade. Das fühle ich auch so, aber ich will mich noch nicht darauf freuen. Doch, darf man aber schon. Ja, so ganz euphorisch, wie ich wirklich bin, wollte ich gar nicht beim Patienten sein. Aber tatsächlich ist es so positiv, wenn er jetzt schon einen guten Effekt auf die Motorik hat, dass die schon entspannter ist, dass es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ihm was bringt. Das Erste, was ich machen werde, ist, wenn ich zu Hause bin und wirklich einigermaßen fit bin, werde ich nach langer Zeit mal wieder meinen Sportverein aufsuchen. Mal wieder dahin gehen und mal eine Rolle machen, mal einen Handstand machen, so minimal mal ein bisschen reinkommen. Meine Angst wäre natürlich, wenn ich nach Hause kommen würde und es würde wieder anfangen zu krampfen, zu zittern und alles. Das wäre jetzt echt blöd dann halt. Ne? 10 Tage später bei André Holter zu Hause in Mönchengladbach. Er hat alle Medikamente abgesetzt, um die Elektrode wirken zu lassen. Aber die guten Zeiten aus dem Krankenhaus sind vorbei. Natürlich bin ich irgendwo enttäuscht, dass es noch nicht perfekt ist, wie ich es mir vorstelle, ganz klar. Aber dennoch habe ich das Gerät jetzt drin und ich weiß, dass es einfach unheimlich viele Möglichkeiten der Einstellung gibt, zum einen. Und ich auch noch eine zweite Option habe mit zweiten Kabellegungen. Und also ich bin da wirklich noch sehr offen. Klar, ich bin jetzt nicht glücklich, dass es so ist, wie es ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Heute ist der ersehnte Besuch bei seinem Arzt Christian Wille. Der Stimulator soll neu eingestellt werden. Ich grüße Sie. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Bemühungen. Nehmen Sie alles mögliche. Ja, super, danke. Erstmal kurz gucken. Ja, Herr Lerke, die Bemühungen und die Kontakte. Herr Lerke hat mich schon informiert. Durch die Haut kann das Gerät umgestellt werden. So, das ist der Techniker verändert die Länge der elektronischen Impulse. Das ist die Einstellung, mit der Generator implantiert wurde. Merken Sie, dass Sie ruhiger werden? Ja, total. Mhm. Ich sage ja auch, mit der Müdigkeit und plötzlich merkt der ganze Körper fett sich so ein bisschen runter. Als wenn ich Ihnen gerade Diazepam IV gespritzt hätte. So ungefähr. Genau. Ich wollte nicht sagen, aber als hätten Sie jetzt direkt intravenös was gespritzt. Faszinierend, total geil. Einfach wieder wie nach der OP, ich bin ruhig, bin entlastet von den Schmerzen her. Fühle mich ein kleines bisschen benommen, als hätte man mir was gespritzt oder so. Aber ganz angenehm, auf jeden Fall. Super geil. Es ist so ein sehr schöner Arztmoment auch, ja? Dass man wirklich das Gefühl hat, ja, hier findet eine Veränderung statt, die wirklich eine Bedeutung hat für das Leben. Weil darum geht es bei ihm. Ja? Da geht es um nichts weniger, als ihm Leben zurückzugeben, weil er hat keins mehr. Ja? Und momentan bin ich sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Ja. And the Oscar goes to. Heute Nachmittag wurden die Oscar-Nominierungen für. In den nächsten Wochen gibt es immer wieder Rückschläge. Die richtige Einstellung zu finden ist schwierig. 14 Nominierungen, unter anderem für bester Film und die besten Schauspieler Emma Stone und Ryan Gosling. Mehrere Male muss der Stimulator justiert werden. Die Impulse stärker, kürzer, länger oder an anderer Stelle. Monate vergehen. Den proximaleren Kontakt darüber mit dazu nehmen und dann die Impulsdauer mal auf 120 Barzeits anheben und dann unten wieder hochfahren und mal schauen, was passiert. André Holter ist noch immer zuversichtlich, dass sich sein Leben langfristig ändern wird. Jetzt sind es nur noch schöne Erinnerungen, aber es ist auch was wert.
Da werde ich zwar nie wieder hinkommen, aber vielleicht schaffe ich es wieder ein bisschen reinzukommen. Das würde mir schon helfen. 3 Monate nach der Operation. Erste Turnübungen in der Reha.